Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen kleinen Video meinerseits. Gestern auf Steam ist ein neuer DLC erschienen für den Train Simulator 2020. Und zwar handelt es sich hierbei um die DBBR 146,5 und BR 668.2 Intercity 2. Der Doppelstock Twindex ist jetzt von Dovetail Games erschienen und wir wollen uns das Ganze heute mal anschauen, denn ich habe bereits schon einiges darüber jetzt gelesen und gehört und dachte mir so, okay, das Ganze müssen wir uns mal anschauen, könnte doch ein bisschen spannend werden. Denn hier erwartet uns ein DLC, der komplett 13,99 kostet, aktuell preisreduziert um 15% für 11,89. Und ja, dieses Modell gibt's natürlich schon von Rail Traction. Das Ganze ist aber auch schon eine ganze Weile her, dass das Ganze mal erschienen ist und extern gekauft werden muss, also mal nicht über Steam. Ich habe heute mal ein Video gemacht oder mache dazu jetzt ein Video, wo ich euch mal den von Dovetail Games vorstelle und den von Rail Traction. Allerdings haben wir hier bloß den DB Regio von Twindex, aber man sieht hier schon anhand des Videomaterials die Qualität der beiden DLCs. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, das, was hier Dovetail Games hier ja abfertigt, ist einfach nicht schön anzusehen. Das muss man mal einfach mal sagen. Wir haben die DLCs von Rail Traction, gibt es natürlich beide, könnt ihr auf der Seite kaufen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung, denn hier möchte ich euch ganz ehrlich warnen, kauft nicht das von Dovetail Games, denn das Ganze sieht super, super verwaschen aus. Ich meine, ihr seht jetzt mal gerade die beiden Unterschiede zwischen den Twindex und den IC2, den es jetzt hier gibt. Sowohl Sound als auch das ganze Mesh, ja, also das ganze Fahrzeug sind einfach nicht, absolut überhaupt nicht hübsch verbaut. Also man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass hier viel Liebe zum Detail drin steckt, anders als wie bei den Twindex von Rail Traction. Und das ist natürlich, muss man sagen, möchte man dafür jetzt das Geld ausgeben oder nimmt man lieber das Geld und holt sich das Ganze denn bei Rail Traction, weil hier erwartet euch auf jeden Fall Qualität, die ja, die wirklich enorm ist. Ich habe jetzt zwar überlegt gehabt, weil ich den IC2 selbst von Rail Traction nicht besitze, aber wenn ich mir so die Qualität angucke hier von Dovetail Games, da muss man schon sagen, ist das schon noch ein bisschen traurig. Jetzt sind wir aktuell mal im Cockpit von dem IC2 unterwegs und gleich wechselt die Kamera dann mal wieder zum Twindex rüber von Rail Traction und hier sieht man, das ist ein deutlicher Unterschied. Also alles an, es wirkt halt irgendwie alles nicht fertig, also ich weiß nicht. Wenn man sich mal so überlegt, Dovetail Games mit Train Sim World, ja, was die da raushauen, die Modelle sehen astrein aus, verstehe ich nicht, wie sowas denn jetzt hier zustande kommen kann, dass ein Zug rauskommt von der Deutschen Bahn, der dann halt doch so, ja, so aussieht, wie er jetzt aktuell verfügbar ist. Vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Update dazu, also wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Aber so wie es jetzt aktuell hier ist, kann man das Ganze absolut echt nicht empfehlen. Das Ganze hier ist der, erleben Sie den modernen Personenzugverkehr mit dem stilvollen IC2 der Deutschen Bahn, der bereitsteht, um in Train-Simulator den Dienst aufzunehmen. Intercity 2 ist der Name des Langstreckenpersonenzugs der Deutschen Bahn, der über geräumige Twindex-Doppeldeckerwagen und Steuerwagen verfügt. Eine Weiterentwicklung des Doppelstocks von DB Regio. Mit dabei in diesen Aufgaben sind, oder mit dabei bei dem DLC sind drei Aufgaben. Welches das Szenario Westrhein-Köln-Koblenz benötigt. Also um diesen DLC spielen zu können von Dovetail Games, benötigt ihr halt noch die Strecke Westrhein-Köln-Koblenz. Und da haben wir dann drei Missionen, die wir dann hier dementsprechend absolvieren können. Einmal ist es der IC2, ein Doppelstock IC2. Die zweite Aufgabe eisiger IC2 und die dritte Aufgabe ist Verspätung und Ausfälle und die verfügen natürlich über auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Aber trotzdem, auch wenn wir jetzt hier drei Aufgaben haben, weiß ich nicht, ob das Ganze den Preis rechtfertigt. Ich finde, wenn man das Ganze jetzt über Rail Traction kauft, bin ich mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Die Aufgabe, die jetzt hier gerade gezeigt wird, ist eine Aufgabe, die erstellt wurde von Phasus. Erstmal noch an der Stelle mal ein großes Dankeschön an der Stelle. Und es ist halt so, wenn man Aufgaben woanders, so
Fahrzeuge woanders kauft, Züge woanders kauft, sind selten halt immer Aufgaben mit dabei. Das ist halt bei Dovetail Games halt immer anders. Da habt ihr halt immer, aber ihr benötigt halt zusätzlich halt immer noch diese passende Strecke dazu, wo dieser Zug denn halt ja, benötigt wird. Es gibt auch schon die ersten Kommentare, einen davon kann ich euch ja mal vorlesen. Hier schreibt der Montafuna, ganz mies wie immer, kauft das bloß nicht, nicht mal eine Displaybeleuchtung, richtig schlampig, keine Innenraumansicht, null direkt Rückerstattung beantragt. Also hier merkt man halt auch die Fans sind halt dementsprechend halt ein bisschen, ja, nicht so glücklich drüber. Auch bei uns auf dem Discord geht es ganz schön rund, muss man sagen. Ja, auch da wurde natürlich ein bisschen drüber geredet und ja, mehr so eine Würgesmilies zum Beispiel. Also ich glaube, mehr hat man hier bei uns aktuell auf dem Discord nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wieso das Ganze jetzt halt passiert ist, warum jetzt Dovetail Games sich jetzt hier ransetzt und das Ganze auch spontan veröffentlicht. Es gab auch keinen Trailer dazu, sonst wie sie es ja sonst immer machen, wenn irgendwas Neues irgendwie erscheint oder so. Der DLC kam raus und man hat halt einfach das Gefühl, das hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht, ja? Wenn man das Ganze mal so ein bisschen betrachtet. Auch schon alleine, wenn man sich das, den Innenraum anguckt, halt von den beiden Zügen jetzt, ja, merkt man halt auch dort einen Unterschied. Irgendwie ist das Dashboard halt von Dovetail Games halt viel zu hoch, ja, positioniert. Also wir sitzen halt irgendwie weit drunter. Das, bei Rail Traction wirkt das Ganze halt irgendwie alles ein bisschen komplexer, anders. Ich weiß nicht. Aber es ist alles mit dabei. Ihr könnt das Ganze auch mit PZB fahren. Ihr könnt das Ganze halt auch mit LZB fahren und mit SIFA. Also das ist alles mit dabei. Das funktioniert mindestens. Habe ich getestet. Aber ja, ein richtiges Let's Play wollte ich dazu jetzt halt einfach nicht machen, denn die Aufgaben sind A, einfach deutlich zu lang immer. Und B, ja, gefällt mir das Fahrzeug jetzt halt nicht sonderlich. Ich habe, wie gesagt, den IC2 noch nicht von Rail Traction, aber ich glaube, den könnte man sich jetzt dementsprechend mal anschauen, denn das, was jetzt hier aktuell abgeliefert wird, ist nicht schön. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so seht. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr euch den gekauft und seid relativ zufrieden damit? Denn ja, nutzt doch mal da die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Was mir auch hier aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass wir hier zum Beispiel auch keine Ziele schildern können, anders als wie bei den Zügen von Rail Traction. Dort können wir ja das Ganze einblenden lassen, also die sogenannte FIS, ja, die können wir da benutzen und das funktioniert halt bei den von ja, Dovetail Games halt nicht. Also das ist halt immer so ein bisschen schade, verschenktes Potenzial, kann man wieder mal sagen, und ich weiß nicht, wie man es jetzt noch anders irgendwie erklären soll. Ich glaube, die Bilder, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sind eigentlich Beweis genug, wo man denn sagt, wo man sein Geld lieber lassen sollte. Also bevor ihr diesen DLC kauft, ja, dann geht bitte zu Rail Traction, kauft euch dort den IC2, den gibt es dort in deutlich besserer Qualität. Oder halt auch hier, wie gesagt, könnt ihr gleich kaufen. Der ist auch aktuell im Sale hier, der Twin Dix, der kostet jetzt aktuell 10 Euro auf Rail Traction. Also sogar noch günstiger als das, was ihr jetzt hier aktuell auf ja, Steam kaufen könnt jetzt. Ist eure Entscheidung. Von mir, wie gesagt, ganz klar Absage, das Ding ist wirklich nicht hübsch und so mal auf Berlinerisch mal zu sagen. Da gibt es definitiv bessere DLCs. Und ja, damit soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Wie gesagt, das ist halt nur ein kurzes, kleines Video mal gewesen, so von meiner Seite, um halt dementsprechend auch nochmal so einen kleinen Überblick zu geben, wie, weshalb, warum das Ganze jetzt so ist. Und ja, hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und ja, nochmal Entschuldigung, dass ich jetzt hier nicht der Vollpro bin mit hier, dass ich euch hier keine Zugnummern hier so auf den Kopf knallen kann und sowas. Ich bin da nicht so in der Materie drin. Aber ich denke mal so, zum Vergleichen sollten meine Kenntnisse hier reichen, dass das Ganze jetzt hier heute auch durchgeht, auch wenn es nicht die beiden identischen Züge sind. Und somit möchte ich mich hier verabschieden. Hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video hier wieder, denn hoffentlich mal mit positiven Nachrichten hier von Train Simulator und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!